So, hallo zusammen, liebe Dampfmaschinenfreunde. Aus der Sammlung ein neues Modell, nagelneu, unbenutzt. Wie gesagt, wir haben es jetzt nur mal angeheizt. Ihr wisst, ich mache meine Videos immer. Ich muss das Modell leider testen. Ich möchte kein Modell so rausgeben. Hinterher ist doch so lange stehen oder irgendwas kaputt oder undicht geworden. Das geht einfach nicht. Wie gesagt, das Modell ist nicht benutzt worden, nicht beheizt worden. Wie gesagt, guckt euch die Bilder an. Der Brennschieber ist noch sauber. Wir haben jetzt nur alles ein bisschen poliert, weil das Messing ist Mitte Jahre angelaufen. Und was ich leider sagen muss, also Vilesco hat ja diese neuen Modelle mit diesen Ventilen ausgestattet, mit den Plastikventilen. Also der lässt kaum Druck durch, die brechen ruckzuck ab. Ich habe leider schon Modelle verkauft und da haben die Kunden die abgebrochen, sind dann sehr traurig, können sie nicht mehr benutzen. Dann schicken sie wieder zurück, dann baue ich sie um. So, wie gesagt, ich baue die Modelle um. Ihr seht dieses Aquariumventil. Das ist eine super Sache, super dicht und lässt auch super den Druck durch. Also ich kann das nur jedem empfehlen, der so ein alt, neueres Modell hat mit so einem Plastik. Ich sage jetzt einfach mal Mist. Ich sage es, egal ob ich euer Ärger kriege oder nicht. Ich bin nicht überzeugt von denen. Ich habe viele Modelle. Jetzt macht das Ventil aus. Exakt, ist alles, wie gesagt, neu. Jetzt wollen wir sie mal anfahren. Die läuft doch sagenhaft. Wie gesagt, die ist ja nagelneu. Die läuft noch ziemlich schwer. Wir haben jetzt ein bisschen Öl drauf gemacht. Die muss ich erstmal einlaufen. Das ist jetzt der erste Betrieb. Also die war noch überhaupt nicht an. Das ist Wahnsinn. Also der hat wirklich nur gesammelt, der ältere Herr. Nur der musste die Modelle leider abgeben, weil der musste ins Heim oder musste weg. Er hat keinen Platz mehr für die Modelle gehabt. Aber wir testen die Modelle, wie gesagt, alle. Wir beheizen auch wieder mit Gas. Wir haben hier einen Keramikbrenner. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass die Flamme noch an ist. Und ihr habt auch einen richtigen Betriebsdruck jetzt mit dem neuen Ventil. Also mit dem alten Ventil, ich habe es probiert, der lässt da kaum Druck durch. Man kann überhaupt nicht richtig fahren damit. Ich weiß nicht, was Vilesco sich dabei gedacht hat. Ich könnte mich jetzt nur aufregen, aber ich will mich nicht aufregen. So, wie gesagt, wir haben das Modell, wie gesagt, jetzt mal sauber gemacht. Wir haben jetzt den ersten Versuch, also wir haben jetzt das erste Mal Wasser reingemacht in den Kessel. Ich habe jetzt nur zum Probieren mal die Sachen abgemacht, weil wenn ihr die Sachen drauf lasst, da kommt ja die Hitze raus, das wird unheimlich heiß und wird das alles dunkel. Wir wollen die Sachen ja schön wie neu lassen. Wie gesagt, wir werden doch die Pumpe nicht anschließen, wir werden die Schläuche alle so drauf lassen, ist ja ein neues Modell. Wir können höchstens mal testen, dass der Antrieb funktioniert. Da müsst ihr hier umschalten, wie gesagt. Aber warum soll das nicht funktionieren? Ist ja alles neu. Wie gesagt, ihr müsst nur erstmal richtig wahrscheinlich ein paar Minuten laufen lassen. Ist alles noch sehr schwer und vielleicht mal ein Tropfen Öl. Ich will auch nicht alles einölen jetzt. Mir ist halt wichtig, ihr habt das Ventil eingebaut. Das muss alles dicht sein. Das ist sehr gut eingebaut. Ihr seht auf den Bildern auch. Ich gebe mir da schon sehr viel Mühe. Es muss alles dicht sein. Es muss schick aussehen. Na gut, wir werden sie trotzdem jetzt alles testen. Außer die Pumpe, die lassen wir jetzt aus. Warum soll die nicht gehen? Die ist ja nagelneu. Ja, wie gesagt, das Modell kommt auch gleich bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf. War auch ein Voltri-Modell, wie gesagt, noch nicht einmal angeheizt. Das ist Wahnsinn. Na gut, so, jetzt wollen wir ein bisschen abdrehen. Wir haben jetzt ein bisschen viel Druck. Das Ventil macht alles auf. Die Pfeife geht perfekt, ist auch richtig stramm, die dicht auch schön ab, das ist wunderbar. Das Ventil macht pünktlich auf, wir haben eben Druckbarometer angeschlossen bei 1,8, 1,7, 1,8 Bar, auch perfekt. Hab dann super Druck zum Fahren, also das Modell, ich habe so ein Modell auch noch in der Vitrine, aber wir haben es umgebaut mit Fernsteuerung. Ist eine prima Sache, man kann wie gesagt da hinterherlaufen mit der Fernsteuerung. Aber das muss halt, das muss man sich selber machen. Da muss man so ein bisschen Tüftler sein. Man baut da von der RC-Modellautos einfach eine Fernsteuerung rein. Kann man alles machen, ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben das umgebaut mit Gas geben, mit Lenken. Super Sache. Irgendwann stelle ich es mal auf dem Video nochmal vor. Wir haben es als Vitrine, wollten als auch mit Gas, mit so einem Anhänger mal umbauen. Machen wir auch noch irgendwann. Aber wenn man so viele Modelle, das ist auch viel Arbeit, die zu zerlegen, sauber zu machen, zu polieren. Naja, gut, deswegen mache ich das. Ist ein schönes Hobby, macht mir auch Spaß. Aber ist leider auch viel Arbeit. Ihr seht, manche sehen das leider nicht. Wenn ich da Fotos beimachen würde, wie alles zerlegt ist, alles vernünftig poliert ist, das ist schon viel Arbeit. So, jetzt wollen wir sie auch mal ein bisschen laufen lassen. Aber die läuft perfekt. Wie gesagt, die ist ja nagelneu. Ich teste es nur, dass alles dicht ist, weil das Ventil musste ich einlöten. Das muss alles fachmännisch sein, das muss alles dicht sein. Das Ventil muss aufmachen, das muss funktionieren. Also sicher muss die ganze Sache sein, das ist mir sehr wichtig. Nicht, dass da auch irgendwas passiert, dann kriege ich noch Ärger. Und eine Reklamation möchte ich auch nicht haben. So, wie gesagt, wir verschicken auch mit DHL, versichert, sehr gut verpackt, also hat noch kein Kunde beschwert, da gebe ich mir sehr viel Mühe. Da wird wahrscheinlich mehr verpackt als alle anderen, aber das ist mir sicherer, wenn es ankommt, weil wenn doch mal der Karton hinfällt, dass was kaputt geht, das wollen wir alle nicht. Wie gesagt, ich habe das Feuer jetzt ausgemacht, wir werden jetzt gleich, wird gleich stehen bleiben, wahrscheinlich, weil kein Druck mehr drauf ist. Aber läuft wirklich prima, ist ja auch neu. Und wie gesagt, mit dem Ventil, das haben wir umgebaut.
Ich kann das Alte gern dabei geben, aber ich bin überhaupt nicht von überzeugt, weil der Druck lässt kaum Druck durch. Weil wenn ihr reinleuchtet, wo soll denn der Druck entstehen, wenn das Ding zu ist? Und wenn ihr so ein Ding mal zerlegen solltet, dann werdet ihr sehen, wie das aufgebaut ist. Da kann kein Druck durchgehen. Deswegen bauen wir vernünftige Ventile ein, dass ihr vernünftig mitspielen könnt. Und es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich finde, es ist gut geworden. Guckt euch die Bilder an. So, jetzt ist der Druck langsam weg. Wir werden es gleich wieder schön sauber putzen und dann werden wir sie bei eBay vorstellen, bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Und da macht da nichts verkehrt. Wie gesagt, das ist ein nagelneues Modell. Jetzt einmal zum Testen angefahren. Da wird kein Ruß sein, weil wir haben ja einen Gasbrenner drunter. Wie gesagt, Originalpapiere lege ich dabei. Ich von mir aus lege noch ein Päckchen Espit dabei. Einen Trichter lege ich noch dabei. Wie gesagt, der Schlüssel gehört noch dabei für die Pfeife, dass die Pfeife schön abkriegt. Also ich kann nur sagen, ist wirklich ein Top-Modell, da macht er gar nichts verkehrt. Alles klar. Ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Kann ich nur empfehlen. Ich habe schon mehrere von diesen Modellen verkauft und die kommen immer sehr gut an. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich ein Modell habt mit altem Ventil und könnt das nicht selber umbauen, möchtet es gerne vernünftig haben, dann schreibt mich bitte an oder auf eBay Kleinanzeigen. Da ist meine Handynummer auch drin. Ich baue euch die Modelle gerne um, das ist kein Problem. Schickt mir das Modell einfach runter. Das Umbauen, das kostet 10 Euro. Und gut, der Versand. Der Versand, gut, das ist halt das Handicap. Versandkosten habt ihr halt. Aber das Umbauen, dann nehme ich 10 Euro. Wie gesagt, das ist nicht viel. So ein bisschen Fuckelei habe ich auch. Das muss angepasst werden. Das muss alles vernünftig, wie gesagt, verlötet werden. Das muss ja auch sicher sein. Na gut, sollte jetzt reichen. Jetzt haben wir schon wieder 6,5 Minuten. Das Modell kommt jetzt gleich auch bei eBay Kleinanzeigen, wie meine vielen anderen Modelle auch. Und die Kunden sind sehr zufrieden. Ich habe noch keine Reklamation bisher gehabt. Und wenn ihr doch mal was habt, bitte schreibt mich an. Ich bin auch nur ein Mensch. Wenn ich mal was übersehen habe oder irgendwas beim Transport passiert, es kann immer mal was passieren, dann meldet euch bitte und das wird schon irgendwie geregelt. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Modell. Ist wirklich ein schönes Modell, weil es auch nagelneu ist. Und wenn er vernünftig mit umgeht, dann könnt ihr ein Leben lang was von haben. Nur vernünftig pflegen, destilliert das Wasser rein. Genug Wasser rein, nicht, dass er mal trocken fahrt, dann geht der Kessel kaputt irgendwann. Da müsst ihr halt aufpassen. Ne? Da sollte ja schon ein Erwachsener bei, der so ein bisschen aufpasst. Und wirklich auch ein sehr schönes Modell zum Sammeln. Wenn ihr euch später mal die Feuerwehrleute holt, die könnt ihr kaufen im Internet. Gut, die kosten halt ein paar Euro, aber zwei, drei Männchen dabei, dann sieht das Modell richtig, richtig schön aus. Na gut, jetzt sollte es reichen. Wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Alles klar. Und mit Ventil, wenn ihr aber irgendwas wissen wollt, dann schreibe ich euch das gerne oder gebe euch mal einen Link. Und das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Ich habe schon so viele Modelle mittlerweile umgebaut. Alle sehr zufrieden. Und ich, wie gesagt, ich baue alle Modelle um, die kein Ventil haben oder halt so ein Schrottventil mit Plastik haben. Die baue ich alle um, weil ich halte davon nichts. Na gut, weil man soll ja auch Spaß haben beim Spielen. Wenn das nicht vernünftig funktioniert, dann fliegt das Ding in der Ecke rum und hat da keine Lust mehr drauf. Alles klar. So, ich wünsche euch einen schönen Abend und die jetzt mal Wochenende haben, schönes Wochenende und bis dahin, euer Dampfmaschinenprofi. Ciao, Groß Stefan.